YouTube und willkommen zum nächsten Stadtupdate der Stadt Bouygues Week. Ich hatte eine etwas längere Pause, entschuldigt bitte. Ich hatte eigentlich gedacht, es wird nur einen Monat dauern, aber dementsprechend wurde es ein bisschen länger als gedacht, aber sei es drum. Jetzt bin ich zurück und es hat sich etwas verändert an meiner Stadt Bouygues Week. Zuerst mal, ja, ich habe die neuen Kommentare gesehen und diejenigen, die hier zu der Figur ihre Beschreibung abgegeben haben. Ihr werdet auf jeden Fall im nächsten Video dazu stoßen. Vorerst, was ist mit meiner Stadt passiert? Nun ja, ich musste die Fläche hier kurzzeitig etwas verkleinern und deswegen hat meine Stadt Bouygues Week sehr stark darunter leiden müssen. Nichtsdestotrotz, ich bin wieder unheimlich stark motiviert, an meiner Lego-Stadt weiterzubauen. Ich bin auf Bouygues Relink und auf anderen Seiten gerade momentan wieder kräftig dabei, Lego-Steine einzukaufen. Und ach Gott, der Geldbeutel, der schrumpft und schrumpft. Aber sei es drum, es ist ein Hobby und ich bin einfach jetzt wieder Feuer und Flamme und möchte jetzt einfach wieder an meiner Stadt Bouygues Week weiterbauen. Aber zuvor müssten wir hier halt dementsprechend den Wiederaufbau der Stadt Bouygues Week vollziehen. Denn so wie es ist, kann ich hier natürlich nicht weiterbauen. Deswegen würde ich sagen, ich kümmere mich darum, dass jetzt hier alles wieder zum Alten wird und die Stadt wieder so in dem Ursprung zurückgesetzt wird, wie es beim letzten Stadtupdate gewesen ist. Deswegen nun der Wiederaufbau meiner Stadt Bouygues Week. So Leute, und da steht die Stadt jetzt auch wieder, komplett wie es auch beim letzten Stadtupdate gewesen ist. Ich habe euch dementsprechend jetzt hier mal das Speedbuild mal erspart, weil ihr wisst, wie meine Lego-Stadt aussieht, wenn ihr die Videos von mir verfolgt. Bevor ich jetzt aber weiter hier zu meiner Stadt Bouygues Week komme, möchte ich mich auf jeden Fall nochmal herzlich bei euch bedanken. Denn in meiner zweimonatigen Abwesenheit haben wir die 300 Abonnenten geknackt. Ich finde es unglaublich und ich bin echt geflasht gewesen, als ich das gesehen habe. Vielen, vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, der ein Like da lässt, kommentiert, seine Ideen auch mit mir teilt und in den Kommentaren dementsprechend auch aktiv ist und Ideen zu meiner Lego-Stadt halt auch weiter dazu schreibt an dieser Stelle. Auf jeden Fall deswegen vielen, vielen lieben Dank an jeden Einzelnen von euch. Gut, jetzt habe ich vor, in diesem Video jetzt keinen weiteren Baufortschritt mehr zu machen, aber wir müssen so ein bisschen mal talken, ein bisschen sprechen an der Stelle, weil das eine oder andere Projekt, der ja jetzt schon am Laufen war, durch die letzten Stadtupdate-Videos. Ich kann mich noch daran erinnern, dass, glaube ich, das letzte Stadtupdate, Fokus ist on point, das letzte Stadtupdate dementsprechend hier der Drive-In gewesen ist und davor müsste, glaube ich, der Stadtpark gekommen sein. Ihr seht, die beiden sind auch noch nicht fertig. Der Drive-In ist noch im Bau und jetzt steht dort auch noch ein Set von Sembo-Block. Das ist kein Lego. Das sind Klemmbausteine von Sembo Block, dass wir das nochmal an der Stelle gesagt haben. Das steht jetzt sozusagen hier im Stadtpark rum, weil ich dementsprechend keine weiteren Teile habe, um auch hier diese beiden Baustellen weiterzubauen. Deswegen muss ich euch jetzt sozusagen drei Ankündigungen machen. Und die erste Ankündigung ist auch gleich die Zukunft. Genau, denn ich habe jetzt sozusagen vor, die beiden Baustellen, die wir jetzt hier haben, sprich das Drive-In und den Stadtpark jetzt mit Hilfe von mehreren Bestellungen jetzt auch zu beenden. An sich wird der Stadtpark halt etwas japanisch angehaucht sein und der ein oder andere wird es schon gesehen haben. Der Stadtpark wird mit dem Fluss, der hier in der Stadt sozusagen durchkreuzt, verbunden werden, um dann sozusagen einen künstlicheren Flussverlauf vom Stadtpark hinaus in das offene Meer zu bekommen. Irgendeiner von euch, ich kann mir gerade nicht mehr mich genau erinnern, wer das jetzt kommentiert hatte die Idee, dass man diesen Fluss halt dementsprechend ein bisschen kürzt. Das ist die grandiose Idee gewesen. Deswegen, wenn ihr auf jeden Fall irgendwelche Beispiele habt oder Verbesserungsvorschläge, kommentiert das bitte. Denn dieser jemand hatte auch gesagt, dass man hier diesen Fluss dementsprechend hier etwas verkürzen kann, indem man halt hier auf den Fluss halt weiter drauf baut und den vielleicht dementsprechend auch ein bisschen natürlicher aussehen lässt. Das ist auch meine Idee, deswegen habe ich auch vor, so einen kleinen Flussverlauf, der aus dem Park hinausgeht und dann in das Meer mündet. Und dort sind schon zwei Zapfsäulen von der Tankstelle angesetzt worden,
denn hier soll eine Tankstelle mit einer Waschstraße hinkommen. Genau, deswegen sind einige Bestellungen jetzt sozusagen schon rausgegangen und einige neue werden jetzt noch folgen, dass ich dann halt dementsprechend hier diese beiden Baustellen abschließen kann und dann mich in diese Richtung hier bewege. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist sozusagen die Stadtplanung. Genau, wir hatten schon mal zwei Videos gehabt, wo ich euch sozusagen die Stadtplanung erklärt habe und erläutert habe. Vielleicht ist der eine oder andere nicht mehr auf dem aktuellsten Stand, deswegen möchte ich euch das dementsprechend euch nochmal auf den Weg geben. Polizei, Rathaus und Krankenhaus brauche ich nicht zu erzählen. Das seht ihr schon, das steht dort. Was ich hier halt geplant habe, ist dementsprechend eine Tankstelle und auf diesen beiden grauen Platten soll dementsprechend der Hafen hinkommen. Ich habe noch vor, hier vorne blaue Platten hinzulegen, um den Hafen halt dementsprechend auch auf das Meer weiter auszubauen. Und dieser Hafen soll auch eine Erhöhung bekommen. Denn diese Zuglinie soll hier auch über den Flussverlauf gehen. Deswegen muss diese Zugstrecke auch dementsprechend ein bisschen angesetzt werden. Hier soll eine Brücke hinkommen. Dazu hatte ich auch mal ein Video gemacht. 7 Tipps bezüglich dieses Straßensets, was ja ein bisschen in Kritik geraten ist, könnt ihr auf jeden Fall mal oben auf dem i abchecken. Und dementsprechend kommt dann hier vorne ein Strandbereich hin. Hier soll noch ein kleiner Nebenbahnhof kommen. Hier sollen Apartments entstehen und auch ein etwas größeres Hochhaus. Und dieser Bereich ist halt dementsprechend hier komplett für die Innenstadt geplant. Da sollen mehrere Wolkenkratzer hinkommen mit mehreren Modulen. Und auch hier sollen Straßen in das Stadtzentrum verlegt werden. Allerdings nicht in dieser Form, auch nicht in dieser Form, sondern, mir fällt das Wort gerade nicht ein, in dieser selbstgebauten Straßenform, wo die Bricks seitlich hingelegt werden. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dort hinten soll ein etwas größerer Bahnhof hinkommen, wo dann auch die Züge langfahren können. Die Zugstrecke hier verläuft ja einmal hier lang, dann hinter der Polizeistation, hinter dem Rathaus, hinter dem Krankenhaus und dann dementsprechend hier rein in den Bahnhof und dann hier auf diesem Waldrand hier angedockt in das kleinere Gebirge. Hier ist die Landwirtschaft, der Bauernhof steht auch, da ist ein bisschen Chaos. Und dort hinten haben wir noch eine etwas größere Fläche, die lasse ich mir noch offen. Ich habe so ein paar Ideen, sprich Schule, sprich Kirche oder ein Zoo vielleicht, was man dort nochmal hinsetzen könnte, weil ich habe halt vor, dementsprechend hier die Strecke hier der Bahn hier langlaufen zu lassen und auf den beiden grünen Flächen hier einen Wald anzusiedeln, beziehungsweise das heißt anzusiedeln, anzubauen und hier dann dementsprechend einen Außenbereich von einem Stadtbereich anzusiedeln. So, jetzt können wir das Wort sagen. Genau, das ist sozusagen der Plan für meine Stadt. Falls ihr noch Ideen habt, auch gerade was diese Ecke da hinten angeht, lasst es mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Denn ihr habt auch in der Vergangenheit bewiesen, dass ihr unglaublich gute Ideen habt. Und ich war selbst schon mehrmals immer überrascht, dass ich darauf nicht gekommen bin. Deswegen, ich bin auf eure Hilfe angewiesen. Deswegen habt ihr irgendwelche Beispiele oder Kommentare oder Ideen, was ihr habt, dann lasst es mich doch gerne wissen. Genau, das ist die eine Sache. Und die dritte Sache sind dementsprechend eure Minifiguren. Die Minifiguren. Denn ihr habt sozusagen in meiner Stadt die Möglichkeit, euch selbst als Minifigur hier in der Stadt einen Platz zu ergattern. Was ihr dafür tun müsst, ist nichts anderes, als euch selbst, so gut es geht, als Lego-Figur zu beschreiben. Sprich, was für eine Farbe wollt ihr bei der Hose haben? Was für ein Aussehen soll euer T-Shirt, euer Pullover oder euer Anzug haben? Wie soll euer Gesichtsausdruck sein? Was für eine Haarfarbe oder kurze Haare, lange Haare, was wollt ihr da haben? Wie wollt ihr also sozusagen bestmöglich hier als Minifigur aussehen? Schreibt mir das auf jeden Fall auch in die Kommentare, denn dementsprechend baue ich euch hier auf und ihr werdet hier Teil meiner Lego-Stadt. Ganz einfach, kostet nicht viel Zeit und für mich dementsprechend habe ich hier dann auch mehrere Leute, die ich dann hier in der Stadt verteilen kann. Wenn ihr auch einen bestimmten Beruf haben wollt, sprich Polizist, Arzt oder Politiker, weil ich habe noch keine Politiker für mein Rathaus oder sonst irgendwas anderes, lasst es mich auf jeden Fall gerne wissen. Ich berücksichtige jede Kleinigkeit und versuche diese
bestmöglich, wie es geht, umzusetzen. Falls ich mal eine Farbe nicht mehr haben sollte, bisher habe ich noch alle, aber sollte mal ich irgendwas nicht haben, dann werde ich euch dementsprechend auch wieder zurück kontaktieren. Genau, das ist noch die dritte Sache, die ich euch jetzt hier auf dem Weg mitgeben wollte. Und wir werden dann im nächsten Update, ich hoffe, dass bis dahin einige der Bestellungen angekommen sind. Sollte das nicht sein, werden wir uns dann mit der Tankstelle beschäftigen. Oder wir werden halt dementsprechend, wenn die Bestellungen da sind, uns entweder im nächsten Stadtupdate dann mit dem Stadtpark oder dem Drive-In kümmern. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich gerne wissen. Lasst ein Like und auch gerne ein Abo da, um auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Denn ihr habt gesehen, wie viel Arbeit hier noch wirklich reingesteckt werden kann und welche Ideen auch noch umgesetzt werden können. Deswegen abonniert gerne meinen Kanal, um auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Bleibt dran, bis dann, euer Einstein-CD.